Der Münchner Flughafen wacht auf. Und schon pressiert's. Um 6 Uhr starten Maschinen nach Antalya, Ibiza und Athen. Um 6.05 Uhr nach Malaga und 5 Minuten später nach Palma de Mallorca. Über 1 Kilometer misst das Terminal. Fast 3-mal so lang sind die Rollbänder im Bauch des Flughafens. 65 Flugzeuge könnten auf dem Vorfeld parken. Trotzdem wird es zur Rush-Hour eng auf dem Flughafen. Es ist Hauptreisezeit. Von Juli bis September werden an Spitzentagen über 80.000 Fluggäste gezählt. Am meisten interessiert sie, ob ihr Flieger pünktlich abhebt. Von den 18.000 Mitarbeitern, die hinter den Kulissen für reibungslosen Flugbetrieb sorgen, bekommen sie nur wenige zu Gesicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie noch Metall am Körper, Schlüssel, Geldbeutel, Telefon, Taschenmesser. Alles klar, danke schön. Dankeschön. Gut, zu mir. Haben Sie noch Telefon einstecken? Nein, gar nichts. Dann schauen wir schnell nach. Alle. Und den Rücken noch bitte. Danke. Grüß dich. Wo geht's hin? Unter kleiner. Ah, gut. Ja, alles klar, dann machen Sie mal meinen Koffer auf, bitte schön. Da haben Sie irgendwo ein Taschenmesser drin? Das zeigen Sie mir mal kurz. Da waren wir ja und so. Ich hab schon. Ich hab schon, gefunden, ja. Genau. Hast du schon wieder gesehen? Ja, für sowas habe ich einen Blick, gell. Na ja, gut. Halt an der Grenze rein dann, gell. Na ja, nächstes Mal tanzen Sie besser am Koffer rein. Dann passt das, gell. Ja, gut, mach ich. Und keine Krämpfe machen damit, gell. Alles klar. Schönen Urlaub noch. Für dich. Was haben Sie denn jetzt für Erfahrungen mit den Fluggästen gemacht? Welche sind denn so die nervigsten? Ja, die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Die nervigsten, ja, das sind zum Teil die in der Früh um 6 Uhr schon besoffen reinkommen, die dann meinen, die müssen sich aufhören. Zum einen und zum anderen vielleicht auch die, welchen die extrem arroganten Geschäftsleute und so, mit denen, die mit uns auch ins Kammerwort wechseln. Ja. Mhm. Das ist im Groben einmal das. Mhm. Welche sind die, mit denen jetzt am liebsten zusammenarbeiten? Bayern. Oh. Oh. Okay, thank you, very good. You're welcome. Anton, mein Name ist Advertisement for Zupa. Und das für was Amerikaner? Amerikaner. Ah, very good. Thank you very much. And I wish my mom. Coming. Was war da jetzt los? Ja, da haben wir jetzt eine Funktionsüberprüfung gemacht, das ganze Ding. Ja, das hat sich an und für sich ganz gut beherrscht. Und das ist Amerikaner. Aber nach was hätten Sie gesucht? Sprengstoff? Oder? Ja, Sprengstoff oder was. Also da hat man viele Hohlräume drin und so weiter. Also man kann da schon was einbauen und so. Und wie gesagt, wenn das Ding dann nicht so funktioniert oder ein bisschen schief klingt, dann wird man bloß skeptisch. Was ist da zu sehen? Das ist jetzt auch so ein kleines Telefon und da ist ein Netzteil dabei. Ja. Das ist was für einen schönen Abend zu Hause. So eine kleine Bottle Wein. Das wird ein größerer Abend wahrscheinlich. 9.25 Uhr. Der Jumbojet aus San Francisco ist pünktlich gelandet. Um 12.25 Uhr startet der Jumbo wieder nach San Francisco. 3 Stunden haben die Mitarbeiter vom Bodendienst Zeit, den Flieger umzudrehen. Bis Mittag muss die Maschine aufgetankt, geputzt und wieder voll beladen sein. Ein Flugzeug kann nämlich nur Geld verdienen, wenn es in der Luft ist. Deshalb reduzieren die Fluggesellschaften die Standzeiten auf ein Minimum. Doch davon bemerken die Passagiere nichts. Thank you.
ganz normaler Nordatlantikflug. Flieger ist voll gewesen. Wie war das Wetter? 99, San Francisco war sehr schönes Wetter. Ne? Also tagsüber, morgens ähnlich so wie in München, morgens betrübt, aber tagsüber wunderschön. 11 Stunden müssen die knapp 400 Passagiere im Flieger von San Francisco nach München ausharren. Da kommen gut 1000 Liter Abwasser zusammen. Bei welchen Flügen sieht es denn am schlimmsten aus? Bei den Langstreckenflügen. Was haben Sie da bisher so als Schlimmstes erlebt? Ja, das Schlimmste ist halt, dass alles chaotisch ist. Viel Dreck. Und manchmal übergeben sich die Leute oder so. Dann ist es nicht so schön aus. Das sind da auch schlecht. Ja, manchmal schon. Wenn es ziemlich schlecht aussieht. Zum Beispiel bei den arabischen Maschinen. Da ist es ziemlich schlimm. Also bei Lufthansa oder sowas geht es noch. Aber wenn man auf die Maschinen dann zurückgeht, dann ist es viel schlimmer. Man sagt, dann gehe ich lieber auf Lufthansa rauf. Bis zu 7 Zentner Müll müssen nach einem Transatlantikflug entsorgt werden. Der Münchner Flughafen sortiert die Wertstoffe selber. Der Rest wird aus hygienischen Gründen in einem Münchner Kraftwerk verbrannt. Grüß Gott. Jo, wunderbar. Jo, danke schön. Grüß Gott. Ja, aber es ist natürlich innerhalb der EU. Danke. Jo. So, grüß dich. Grüß Gott, so grüß Gott. Und wo bist du jetzt gewesen? In Amerika. In Amerika? Ja. Und wo? In Kalifornien. Und warst du schön? Ja. San Francisco oder wo? Oder Los Angeles oder wo bist du denn? Los Angeles. Los Angeles. Und? Langer Flug gewesen, oder? Ja. Aber jetzt wieder froh, dass du daheim bist. Ja. Genau. Ciao. Wir sind. Das war vor allem wieder das erste Deutsch. Das erste Deutsch wieder, gell? Wie ist das jetzt mit den Pässe? Also welche Länder müssen Sie denn jetzt noch kontrollieren? Danke dir. Ich meine, das Schengen-Abkommen hat sich ja doch die Arbeit ein bisschen reduziert. Ja, es hat sich zwar von der Kontrollmenge reduziert, dafür ist der Kontrollaufwand, sprich der Kontrollstandard für diese Flüge, die nicht aus Schengen-Ländern kommen, wesentlich höher geworden, weil wir ja die Garantenstellung gegenüber den anderen Ländern haben. Ja, so müssen wir halt dementsprechend heftig kontrollieren. Wir fragen nach Bargeld, wir fragen nach dem Aufenthaltszweck. Dann natürlich, ob es Visa brauchen und so weiter. Da habe ich natürlich in meinem Hut auch drin mein Spicker. Bei allen Ländern kann man nicht im Kopf haben. Bei über 200 Ländern, da gibt es die sogenannte Positiv-Negativ-Liste. Da sehe ich dann schon, wenn ich jetzt mal einen habe, so aus was weiß ich. Nehmen wir mal ein Beispiel. Papua-Neuguinea habe ich nicht jeden Tag. Weiß ich also nicht, braucht ihr unbedingt ein Visum bei mir. Dann reise ich mir Listen aus, so schaue. Ah ja, genau, visumspflichtig, also muss ich ein Visum haben. Und kontrollieren Sie auch manchmal die Ausweise auch daraufhin, ob jemand irgendwie gesucht wird oder so? Haben Sie da ja, da haben wir unseren Fahndungscomputer da. Ich suche mir da so meine Leute schon aus, das macht im Laufe der Zeit ein bisschen Fingerspitzengefühl und eine Nase kriegt man da dafür, wenn man kontrollieren muss und wenn nicht, den schiebe ich da rein. Den dann sehe ich schon, ob irgendwas vorliegt gegen den. Wie muss ich denn ausschauen, dass ich also nicht gerade unverdächtig bin? Also ich muss sagen, ich habe so meine speziellen solche Merkmale, wenn man die Leute schaut. Wenn ein gut gekleideter Mann zum Beispiel mit einem guten Anzug und ich schaue mir die Schuhe an. Zum Beispiel. Das ist mein Fable zum Beispiel. Hat der keine sauberen Schuhe, recht abgeklatscht, dann ist das ein Kandidat für mich zum Beispiel. Über 21 Millionen Passagiere hoben 1999 vom Münchner Flughafen ab. Umgerechnet 2 Kleinstädte täglich. 8 Jahre nach der Eröffnung platzt der Airport aus allen Nähten. Ein zweites Terminal ist im Bau, von einem dritten ist die Rede.
Inzwischen ist es 22:30 geworden. Mechaniker im Cockpit des Jumbos versuchen, einen Defekt zu beheben, den der Pilot auf dem Flug von San Francisco nach München bemerkt hat. All fuel pump switches off. Off. Window heat switches off. 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 Windshield wiper switches off. Off. Landing runway turnoff lights off. All off. Passenger oxygen switches kept in CB pulled. Gut, CB. Die CB sind pulled, ja. Ja. Also jetzt schalten wir das Hilfsaggregat ein, um die Klimaanlage wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu muss ich erst einen Test machen über die Feuerlöschanlage von diesem Hilfsaggregat. Und die machen wir jetzt einmal. Was heißt das jetzt für einen Piloten, wenn das während des Fluges passiert? Das heißt, er müsste das Triebwerk sofort abstellen, weil Feuer ist an dem Triebwerk und das Triebwerk würde dann automatisch gelöscht werden. Kommt ab und zu vor? Nein, eigentlich nicht. Das, wenn vorkommt, dann das ist schlecht. Kommt eigentlich nicht vor. Darf nicht vorkommen. Was zum Beispiel erzählt wird von den Wartungsleuten, ist, dass es da so eine Rivalität zwischen den A340-Piloten und den Jumbo-Piloten gibt, weil der ja ein bisschen schneller ist. So Vogelschlag von hinten und so weiter. Ja, die Geschichten gibt es immer und die wird es auch immer geben. Die wird es immer geben zwischen den Leuten, die am Jumbo arbeiten und am Airbus arbeiten, weil ja, es ist eigentlich eine gute, gesunde Rivalität. Die einen arbeiten mit dem Hightech-Schrott, dem Airbus, und wir arbeiten am Jumbo, an einem guten, soliden Bulldog. Also das sind alles, ist eine gesunde Rivalität, die auch nach wie vor besteht, ja, auf alle Fälle. Am Münchner Flughafen fließt der Sprit aus dem Boden. Ein unterirdisches Leitungssystem verbindet die 220 Zapfstellen auf dem Vorfeld. Sogenannte Dispenserfahrzeuge filtern den Treibstoff, kontrollieren den Verbrauch und regulieren den Leitungsdruck. Zeit haben Sie, um so ein Jumbo komplett voll zu tanken? Wie viel Zeit? Es kommt immer darauf an, wie viel er mitnimmt. Maximal kann er 172 Tonnen mitnehmen. Der nimmt jetzt mit 128 Tonnen. Und dafür brauche ich mit allem drum und dran 1 Stunde 30 Minuten. Und wie viele Liter sind das dann? Wie viel kann der tanken? Das richtet sich nach der Dichte. Also maximal 172 Tonnen bei einer Dichte von 0,8, also 172 geteilt durch 0,8. Das sind über 200.000 Liter. So im Kopf habe ich das nicht. 40.000 Semmeln, Brote und andere Backwaren produziert die LSG, die Lufthansa Service Gesellschaft, täglich. 16.000 Mahlzeiten werden jeden Tag zubereitet. Von Adria Airways bis zur Virgin Express beliefert München insgesamt 30 Luftfahrtgesellschaften. Wann fangen Sie den an in der Früh? Ja, wir fangen in der Früh um 12:30 an und geht auf, bis auf die Nacht um 6. Und Problem haben wir natürlich, wenn der Bäcker in der Früh um 12:30 verschlaft. Dann haben wir in der Früh keine Semmeln für die Flieger. Aber Gott sei Dank noch nicht passiert. Bis das dann im Flieger serviert wird, wird es ja oft ein bisschen lätschert. Also ja, das hat natürlich mit dem zu tun, dass wir frisch produzieren, aber jedes Brot, jedes Brötchen, beispielsweise fahren wir im Radl vom Bäcker heim, es regnet draußen, feucht, dann ist es lätschert, bis wir daheim sind. Und durch das, dass wir natürlich die Mahlzeiten runterkühlen müssen, ergibt es automatisch, dass die Krume nicht mehr so knusprig ist, wie es eigentlich sein sollte, wie es vom Ofen rauskommt. Fertig ist. Ich werde jetzt eine ansortierte Wahlpilze, die es für unsere First-Class-Passagiere gibt. Was gibt es da dann dazu? Die kommen jetzt als Beilage zum Nudelgericht. Das sind so italienische Nudeln, da gibt es die Wahlpilze mit dazu und eine Soße und Tomaten und so weiter. Dass das jetzt ein bisschen einen italienischen Touch hat. Was kochen Sie so am liebsten? Was ist so? Ich würde jetzt wissen, wir so direkt fragen, die liebste Küche ist mir eigentlich die bodenständige, wenn man es halt bei uns da gewohnt ist. Aber es ist halt einfach ein bisschen ein Problem. Da sind wir ziemlich international.
Ja, was ist denn jetzt noch bayerisch hier in der Küche? Nein. Was ist noch bayerisch in der Küche? Mir? Ja, hier stehen wir jetzt vor einer Auswahl von verschiedenen Tellern, Vorspeisen von der First Class bis zur Economy bzw. zum Charterflug. Hier sehen wir sehr schön eine Vorspeise mit Gambas, mit Hummer auf der Langstrecke nach Nordamerika. First Class. Alles First Class, was wir hier sehen. Oder hier eine Galantine mit Oliven, ganz was Leichtes. Und was natürlich besonders gut bei unseren First Class Passagieren ankommt, ist der Kaviar. Der muss mit an Bord sein. Wenn wir hier ein Stück nach hinten gehen, haben wir dann für die Business Class eine Vorspeise, auch noch etwas gehobener natürlich, mit Lachs. Ein bisschen Kaviar, nicht mehr ganz so üppig wie in der First Class. Oder verschiedene Vorspeisenteller, verschiedene Variationen mit Räucherschinken, mit Lachs und ähnlichen. Salate, ganz leicht angerichtet, da es natürlich sehr viele verschiedene Vorspeisen bzw. Gänge gibt. Und hier im Anschluss kommen wir zu einem Essen Fernost. Fernost heißt Bangkok, Hongkong, Malaysia, Singapur. Nudel, Fisch und etwas Salat kommt ganz gut an. Hier haben wir die Economy-Essen und ganz hier vorne sehen wir das Modell Ibiza. Das heißt, es ist ein Frühstück nach Ibiza auf einem Charterflug. Man sieht natürlich, dass das bei weitem nicht so üppig ist wie in der First- oder Business-Klasse. Ist ja auch kein Wunder. Flugpreis nach Palma zum Beispiel für 200 Mark kann ich nicht verlangen, für 50 oder 70 Mark noch ein Essen. Verlangen kann es, aber der Passagier muss das verstehen. 10.30 Uhr. Die Crew um Kapitän Bubeck bereitet sich auf den Flug nach San Francisco vor. Gut, schauen wir uns erstmal die Wetterkarten an. Erstmal die europäischen und Nordatlantik. So, wir sind hier in München. Geht raus Richtung Spreikebau, Amsterdam. Spreikebau, Amsterdam. Und dann Richtung Grönland. Gehen Mitte Grönland rüber, das ist 68 etwa. Ja, also etwas so hier runter. Und hier Richtung San Francisco. Ja. Gut. Das ist ruhig. Ja. Also hinter Island wird es gut. Grönland ist sauber. Die Tropopause bleibt gleich. Steigt hier an. Und dieser Jet tut uns auch nichts. Das Wetter ist gut. Ja. Schön. Ist das jetzt konkret? Also müssen Sie da ausweichen, wenn da Turbulenzen drohen? Oder? Normalerweise nicht. Wir würden das machen, wenn ein vorausfliegendes Flugzeug uns sagt, da gibt es sehr starke Turbulenzen. Normale Turbulenzen nimmt man in Kauf, weil auch diese Wetterkarten sich so schnell ändern, das Wetter überhaupt sich so schnell ändert, dass man aufgrund dieser Wetterkarte eigentlich keine Ausweichrouten plant. Man wartet eigentlich, bis das Wetter auf einen zukommt. Und jetzt so von Ihrem Gefühl her, wird es trotz allem ein recht ruhiger Flug oder? Hier liegt ein sehr starker Jetstream, der eine starke Krümmung aufweist. Und Krümmung dieser Art beim Jetstream dieser Stärke sind immer mit Turbulenzen verbunden. Also es kann ein bisschen unruhig werden. Es kann ein bisschen wackeln, wie man so schön sagt. Betreibt am Münchner Flughafen ein Trainingszentrum. Hier proben künftige Stewards und Stewardessen den Ernstfall.
Wie wirkt es denn jetzt so auf Sie? Hat das einen gewissen Realitätsbezug? Ja, ich denke, dass das schon sehr gut schult. Auch mit dem Rauch und alles und den Lichtern, also es ist gut gemacht. Weil wenn man diese Schulung vorher nicht hätte und so eine Situation würde an Bord auftreten, dann hätte man es noch nie vorher durchgemacht. Ja. Weil wann kommt sowas vor? Machen Sie ruhig nochmal die Hände nach hinten. Schließen die Augen, dass Sie sich konzentrieren können auf Ihre Anspannungsempfindung und tief einatmen und anspannen, Spannung halten, spüren und locker lassen, ausatmen. Genau so machen. Flugangst ist heilbar, sagt die Lufthansa und bietet Seminare für entspanntes Fliegen. Genau. Dann sagt mein Nachbar, sind Sie Buddhistin? Nein, ich habe an einem Seminar teilgenommen. Wie äußert sich denn bei Ihnen die Flugangst? Also ich habe die Flugangst erst seit einem halben Jahr. Ich fliege seit 2 Jahren regelmäßig, 1 bis 3 Mal die Woche. Und vor 6 Monaten fing das an, dass halt Turbulenzen, Unwetter. Und dann fing das langsam an, erst mit feuchten Händen, Kopfschmerzen, Magenproblemen, Angstzuständen. Also alles drumherum. Der ganze Körper fühlt sich kaputt. Man ist ganz angespannt und kriegt das gar nicht so richtig mit. Also man hat nur die Ängste. Ich habe in den Minuten, wo ich dann fliege oder starte und lande ist am schlimmsten, gehen mir 1001 Dinge durch den Kopf, wie das Flugzeug jetzt in dem Moment abstürzen könnte. Wir haben in den Reifen drin 7 Scheiben und dazwischen immer Bremsscheiben. Also Bremsscheiben, dann wieder ein Bremsklotz, dann wieder eine Bremsscheibe. Und die werden zusammengedrückt. Das heißt, da kann also in diesen Bremsen eine unheimliche Energie vernichten. Die Reifen werden im Normalfall bis zu 20 Mal rund erneuert. Es sind also nicht immer neue Reifen. Man macht mit einem Reifen je nach Wetter und Landebahnzustand ungefähr 400 Landungen. Danach werden die ausgetauscht. Hier sieht man zum Beispiel ein Loch drin. Das ist jetzt, wenn ich das nachmesse, das dürfte bis 11 mm unter den Rillengrund gehen. Dann wäre es aber immer noch nicht sicherheitskritisch, sondern nur dann könnte man ihn nicht mehr runterneuern. Das heißt, es ist eine rein wirtschaftliche Sache. Ja, weil wenn bei der Landung so ein Reifen platzt? Wenn ein Reifen platzt, wird das eigentlich noch durch die anderen abgefangen. Wenn ich beide bei der Landung verliere, dann merke ich das, dass der Flieger einseitig zieht, kann ich aber gegensteuern, ist im Normalfall auch kein. Also ich habe noch nicht erlebt, ich habe mal gehört, dass ein Reifen beim Start geplatzt ist oder so, aber beide bei der Landung oder so normal. Am Ende kommt die Feuerprobe. Die Gruppe fliegt von München nach Düsseldorf und zurück. 11.10 Uhr. Die Besatzung des Jumbo-Jets nach San Francisco auf dem Weg zur Arbeit. Was hat denn München jetzt eigentlich so einen Stellenwert für Sie, also der Flughafen hier? Ist das jetzt so von Ihrem Gefühl ein bisschen Provinz gegenüber Frankfurt? Oder? Das war es mal, aber hat sich inzwischen aufgeholt. Und inzwischen hat Frankfurt ja schon Befürchtungen, dass München früher oder später die Rolle von Frankfurt übernehmen wird, weil in Frankfurt ein Ausbau fast unmöglich ist. Bis die eine zweite oder dritte Start dann durchkriegen oder vierte, vergehen Jahrzehnte. Und bis dahin ist Frankfurt längst von München überholt. Guten Tag. Wie sieht es denn aus? Jo. Der Flieger ist technisch soweit klar. Ja. Wir haben einen Rem-Check noch nicht aufgeschrieben. Das mache ich nicht, sobald wir unten in der Kabine fertig sind. Ja. Sind wir dann soweit fertig. Vorne die Seiten sind sauber bis auf diese Sache. Kabine nur vorne, ja, habe ich gerade schon gehört. Das machen wir mit dem Briefing. Ist okay. Genau.
Noch 50 Minuten bis zum Start nach San Francisco. Kapitän Bubeck checkt noch einmal seine Maschine. Alles reine Routine. Was untersuchen Sie denn jetzt bei diesem Rundgang? Auf was achten Sie? Ich überprüfe zum Beispiel die Bremsen, ob die übermäßig heiß sind. Ich schaue nach, ob die einzelnen Reifen übermäßig tiefe Einschnitte haben. Ich schaue nach, ob sich zum Beispiel in der Innenseite des Triebwerks diese Lärmschutzverkleidung gelöst hat. Lauter so Sachen, die eventuell ein anderer übersehen hat. Normalerweise, wenn ich mir das Flugzeug anschaue, ist es schon längst von den Mechanikern durchgecheckt worden. Aber wie Sie sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Für Sie ganz persönlich, das ist dann auch das Gefühl, es ist alles getan, es ist okay. Ganz genau. Ich würde nicht abfliegen, ohne sowas zu machen. So, alle Handys ausgeschaltet. Was wird jetzt kurz vom Start noch alles überprüft? Wir überprüfen unseren Arbeitsplatz, grob gesagt. Ob alles in Ordnung ist, alles vorhanden ist, ob alles funktioniert. Ist für Sie denn jetzt, wenn man hier so auf diesem Platz sitzt, ein Kindheitstraum auch in Erfüllung gegangen? Auf jeden Fall, ja. Das ist etwas, wovon ich schon als kleiner Junge geträumt habe. Und ja, das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Tausende von Gepäckstücken sind jeden Tag zu schleusen. Vom Schalter zum richtigen Flugzeug und in Gegenrichtung vom Flugzeug zur richtigen Gepäckausgabe. Eine 10 Kilometer lange Förderbandanlage kann 14.000 Koffer pro Stunde bewegen. Wurde beim Einchecken mit einem sogenannten Tag, einem Gepäckanhänger mit Strichcode, gekennzeichnet. Die Scanner im Keller der Abfertigungshalle können diese Tags lesen und ordnen dann die Gepäckstücke den richtigen Flugzeugen zu. In 14 Minuten wird ein Koffer von einem Ende des Terminals zum anderen befördert. So kommt auch das Umsteigergepäck noch rechtzeitig an. Trotz ausgeklügelter Technik werden weltweit immer wieder Koffer irregeleitet. Die Mitarbeiter der sogenannten Lost and Found Schalter bemühen sich, die verlorenen Gepäckstücke wiederzufinden. Ihre Trefferquote liegt bei über 90%. Hallo. Hallo, willkommen. Erster Gang rechts. Zweiter Gang rechts. Dankeschön. Sie auch, zweiter Gang rechts. 12.20 Uhr. Alle Spuren des letzten Fluges konnten rechtzeitig beseitigt werden. Der Jumbojet nach San Francisco ist wieder startklar. Wir werden jetzt in einer Minute ablegen nach San Francisco. Danke euch. Tschüss. Thank you.
13 Uhr, Routinekontrolle beim Zoll. Ansonsten geht er auch nicht mehr weiter suchen, also wenn er nicht irgendwie mal ein Erfolgserlebnis hat. Es ist halt wie beim Mädchen. Wenn ihr einen Erfolg hat, dann macht es auch keinen Spaß. Es muss jetzt erstmal kaputt gemacht werden. Weißt du, komm. Was wird denn jetzt eigentlich passieren, wenn Sie tatsächlich was finden würden? Also wenn wir was finden, dann geht der Hund nicht an den Koffer ran. Dann schauen wir selber nach, weil das Rauschgift, wenn der Hund rankommen würde, dann wäre er sofort tot. Also wir stellen den Koffer auf die Seite, den er angezeigt hat, und schauen dann selber rein. Und dann versteckt man ebenso wie jetzt wieder einen Koffer und da findet er dann was und das darf er selber rausholen und da darf er spulen und es ist dann seins. Also es ist besser für den Hund und gesünder. Ja, was? Er ist ja nicht süchtig, er möchte nur spulen. Du bist was nicht, oder? Was hört man hier? Was hört man hier? Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie, aus Sicherheitsgründen Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Informieren Sie bitte unverzüglich die Polizei oder das Flughafenpersonal, wenn Ihnen alleinstehendes Gepäck auffällt. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, please do not leave your luggage unattended at any time. Please inform the police or the airport staff if you notice any unattended luggage. Thank you. Wie finden Sie denn Ihre eigene Stimme? Furchtbar. Ich finde, die hört sich unmöglich an, total dumpf und wie aus dem Abflussrohr. So. Sind Sie denn gehalten, nicht zu sexy am Telefon, sage ich, am Mikrofon zu sein? Also darauf hat uns noch keiner angesprochen. So, hier hat noch nie jemand was in der Hinsicht gesagt. Aber ich denke, da wären Sie natürlich schon froh, wenn man hier nicht unbedingt so die erotische Stimme anbringt. Ich glaube, das wäre dann doch etwas zu viel des Guten. Vielleicht würden ein paar Geschäftsleute dann Herzinfarkt kriegen. Das wollen wir ja nicht. Gab es denn da schon mal Nachfragen? Wer ist denn der Mensch, der sich hinter dieser Stimme verbirgt? Das gibt es öfters, ja. Also, dass Passagiere dann zu einer Kollegin gehen und sagen, sie, wo kommen denn die Ansagen her? Wer macht denn das? Und da kommen dann schon manchmal Rückmeldungen. Auch mal die Rückmeldung, dass es sich schön anhört oder so. Das ist schön. War der Heiratsantrag auch schon mal dabei? Nee. Nee. Bis jetzt noch nicht. Die sehen uns ja nicht an Stimmen, die können ja ziemlich täuschen. Das. Uhr, Probealarm. 150 Mann stark ist die Feuerwehr am Flughafen München. Zwischen dem Alarm und dem Verlassen der Wache dürfen nicht mehr als 30 Sekunden vergehen. Darauf sind die Feuerwehrleute trainiert. Innerhalb von 130 Sekunden erreichen die Löschfahrzeuge jeden Punkt auf beiden Landebahnen. Thank you.
Wie lange können Sie da spritzen? Ja, also ich habe 13.800 Liter Wasser dabei. Und das reicht also ungefähr dann für knapp 2,5 Minuten. Ah, und dann ist er leer. Ja. Ja. Wie viel PS hat denn das Fahrzeug? 1000 PS. Und wie schnell kann das fahren? Fährt also 142. Ist ein Weltrekordfahrzeug, ist also im Guinnessbuch der Rekorde drin, das Fahrzeug, weil es das schnellste serienmäßig gebaute Feuerwehrfahrzeug der Welt ist. Und wie viel wiegt das? 38 Tonnen. Taucher da am Flughafen. Durch das, dass da heraus am Erdinger Moos das Grundwasser so hoch ist und hier, wo der S-Bahn-Tunnel reinläuft, da muss sich das Grundwasser ausgleichen können und da ist links und rechts vom S-Bahn-Tunnel ein Schacht, der wo unten durch mit einem Rohr verbunden ist und von dem Schacht gehen Drainageleitungen ins Erdreich und dann kann sich das Grundwasser auspegeln. Geht schon. Und die Leitungen, die werden einfach regelmäßig alle Jahr untersucht und wenn es nötig ist, werden die mit einem Hochdruckreiniger gespült, dass die Leitungen auch frei sind, dass das funktioniert. Jetzt sind wir schon da drin im Schacht. Gut, Meter noch, dann sitzen wir da. Du bist soweit, oder? Gut, machen wir es. Okay. Jetzt, gut, dann kann ich nicht Masken haben, ich würde es sauber machen. So, jetzt heben wir mal du auf und dann lassen wir es gleich holen. Warte mal, jetzt geht er auf, nur wenn die gut ist und ab. Gut. Ist das für Sie angenehm oder ist das eine eklige Arbeit oder weil es so stinkt da unten? Ja, es stinkt zwar unten, aber wenn ich mit meinem Atemgerät drin bin, da rühre ich nichts und das Wasser ist so eigentlich unbedenklich, ist ein Grundwasser, aber. Es gibt unangenehmere Tauchjobs. Zum Beispiel? Ja, und manchmal werden wir unter Wasser Beton einbauen und da bist du halt direkt in der Betonsuppen. Gell, und da siehst du nichts und da ist ein richtiger Dreck. Gell. Und da ist das eigentlich eher grübig da heraus. Thomas Hübsch. Grüß Gott, der Victor 4 fährt über Sierra 6 ins südliche Rollbahnsystem zur Vogelvergrämung. 16.10 Uhr. Einsatz für den Vogelschlag beauftragen. Vergrämen? Was heißt das? Vergrämen heißt nichts anderes als verscheuchen. Mit der Hoffnung, dass die Vögel das im Laufe der Zeit auch lernen, dass wenn es laut kracht und scheppert, dass das also kein angenehmer Aufenthaltsort ist. Manche lernen es, manche lernen es nicht. Gibt es da gescheitere und dümmere Vögel? So kann man sagen, ja. Zu den dümmeren gehören zum Beispiel die Tauben. Die gehen also voll auf Kollisionskurs. Denen sagt es nichts, wenn also da so ein großer Eisenvogel da auf sie zufliegt. Und mit was wir weniger Probleme haben, das sind Krähen zum Beispiel. Die Krähen sind schlaue Vögel. Ist jetzt da schon mal was Ernsteres passiert? Ich habe das selber schon erlebt. Ja, zum Beispiel, es ist jetzt schon eine Zeit her, bestimmt ein, zwei Jahren, dass ein 320er Airbus in der Startphase einen Vogel aufgesaugt hat. Soweit ich mich erinnern kann, war es ein junger Falke oder so, das muss also im Frühsommer gewesen sein. Und der musste also dann das Triebwerk abstellen, weil er starke Vibrationen hatte und Hitzeentwicklung. Hat eine erweiterte Platzrunde geflogen und ist halt dann mit dem einen Triebwerk wieder reinkommen und wieder gelandet. Ne? Und das sind dann schon kritische Flugphasen. Ne? Tiere, die unter das Washingtoner Artenschutzabkommen fallen, werden vom Zoll rigoros beschlagnahmt. Die Asservatenkammer ist inzwischen randvoll. Was wir hier sehen, ist eine Schneeeule. Und üblicherweise wird das, was bei uns natürlich im Reiseverkehr eingeschmuggelt wird, wie der Name ja schon sagt, häufig gut versteckt. In dem Fall kam allerdings ein russischer Staatsbürger und trug also diese Schneeeule offen unter den Arm und wollte also so sehenden Auges an den Kollegen vorbei. Ihm war wohl das Artenschutzgesetz überhaupt kein Begriff und war natürlich entsprechend enttäuscht, als man ihm diese Schneeeule bei uns abgenommen hat. Hier sehen wir ein Horn von einem Nashorn.
Es ist ein Aufkleber drauf mit einem Totenkopf. Deshalb, wir haben dieses Horn mit Gift eingelassen. Wir haben sie häufig bei Ausstellungen mit dabei und wollen natürlich vermeiden, dass irgendjemand uns dieses Horn klaut und es zu Potenzmitteln verarbeitet, was sehr häufig mit diesen Hörnern geschieht. Und hier haben wir einen Hocker, gefertigt aus einem Elefantenfuß. Der stammt aus einer Umzugssendung und der Besitzer wollte wohl seine Wohnung in München eben genauso dekorativ gestalten wie in Afrika. War natürlich entsprechend böse auch, als wir ihm das Ding auch abgenommen haben.20.15 Uhr. Die Maschine aus Düsseldorf mit der Flugangstgruppe an Bord ist gelandet. Das war fantastisch. Das ist wirklich toll. Wie ist der Flugverlauf? Super. Es hat ein bisschen gewackelt, aber es war überhaupt kein Problem. Es war ganz toll. Wie haben Sie es erlebt? Toll. Ich bin im Cockpit gesessen beim Start. Und das war natürlich anders, als wenn man hinten sitzt. Aber ich habe es geschafft, hin und zurück. Und es war wirklich toll. Würden Sie wieder fliegen? Ja, sofort. Ich werde es wieder probieren. Und zwar die Entspannungsübungen machen. Und es war wirklich toll. Und ein Glas Champagner haben wir auch noch getrunken. Ja. Wie war es bei Ihnen? Atemberaubend, ganz toll. Also wir waren auch bei der Landung in Düsseldorf vorne im Cockpit und es war super toll. Also ich habe ein bisschen Angst. Überhaupt nicht. Das nimmt einem wirklich die letzte Angst. Also ich habe das Wackeln hat mich jetzt zurück, das bisschen überhaupt nicht gestört. Es war spitze. Zurück im Cockpit, das war einmalig. Das war so beeindruckend. Man hat überhaupt nicht mitbekommen, dass es wackelt, schaukelt. Das war wie eine Luftstraße, wo man einfach ganz sicher landet und toll. Es ist wirklich mein erster Flug. Es geht mir so saugut. Ich werde zum Vielflieger. Doch. Uhr. Hochbetrieb in den drei Wartungshallen. Alle paar Minuten wird ein Flugzeug hereingeschleppt. Der Lufthansa-Hangar ist die größte Halle Europas. 300 Meter Länge, 100 Meter Tiefe und 22 Meter Torhöhe. 6 Jumbo-Jets würden hier Platz finden. Die ganze Nacht über werden in der Lufthansa-Werft Routine-Checks und Reparaturen durchgeführt. Der Pilot einer Boeing 737 hatte den Ausfall der Scheibenheizung im Cockpit gemeldet. Barbara, da liegt jetzt an dem. Du siehst den weißen Zettel. Ich sehe den weißen Zettel. Da liegen Muttern. Stimmt. Da gibt es mal eine davon. Das ist brav, danke. Also ich kann immer noch nicht verstehen, wie das am Ende wieder alles funktionieren soll. Dass da nichts übrig bleibt, dass das alles wieder so ist wie vorher. Naja. Ich habe mal Pistolen auseinandergebaut, da war ich noch ein paar Jahre jünger. Da ist mir immer was übergeblieben. Das passiert mir heute auch nicht mehr. Das mit den Pistolen, gell? Aber das, was übrig bleibt. Na, es gibt für alles einen Plan, wenn man was auseinanderbaut. Der Vorteil ist natürlich schon, jemand, der es auseinandergebaut hat, weiß auch, wie es zusammengehört. Es ist immer schlecht, sowas dann zu übergeben an eine neue Crew. Dann ist es natürlich so, dass bei Boeing alles Maßarbeit ist, also kein Flieger ist so wie der zweite. Und das erleichtert noch die Sache nicht gerade, weil es gibt kein festgelegtes Schema hier. Was ist für Sie eigentlich der große Reiz an der Fliegerei? Die Fliegerei eigentlich weniger, für mich ist es die Technik. Für mich ist es interessant, wenn so ein Flieger runterkommt und hat irgendwelche Probleme, dass man dann hingeht und sagt, finde ich raus, reparieren wir. Dauert ein bisschen, machen wir. Kein Problem. Und egal was es ist, wir finden es auch. Und das macht halt den Reiz aus. Und wie gesagt, es ist immer was Neues, es ist nie das Gleiche. Mhm. Das ist eine tolle Geschichte. Und es geht immer weiter. Und Sie können so alt werden, wie Sie wollen. Sie sind nie perfekt. Sie lernen immer was Neues. Dann schalten wir mal Strom in. Gut, dann nehmen wir mal Power dran. Wieder alles funktioniert. Test.
Da ist wieder da. Schalte mal bei dir unten, das läuft mal. Monitor, ah, der ist ganz oben. Der ist ganz oben, der ist dann. Ja. Monitor, die sind auch da. Wo kommt der? Wieder alles. Also nicht schlecht. Mitternacht ist Feierabend im Terminal. Bis 5 Uhr morgens gilt das Nachtflugverbot. Nur ein paar Postflugzeuge erhalten Start- und Landegenehmigung. Musik.